wieso man sich eigentlich für 40.000 Euro ein Kilterboard kaufen sollte. Das ist nur der Boden. Was ist denn das für ein Start? Einfach nein. Ich wollte heute mal das Kilterboard auschecken. War noch nie dran. Mal gucken, wie es läuft. Ein bisschen habe ich mich jetzt warm gemacht und starte jetzt mal mit einer 7C+. Hey, Pause, dann bin ich wieder bei der Pause.